Klassikgalerie. Endspurt. Drei Spiele stehen für die Ulmer in der regulären Saison noch auf dem Programm. Platz 1 ist das Ziel. Und dafür muss das Team von Coach Leibenaert noch zwei der verbleibenden Spiele gewinnen. Zumindest, wenn man sich nicht auf andere verlassen will. Doch von Druck oder Aufregung ist in Ulm nichts zu spüren. Ich bin definitiv nicht nervös. Ich freue mich auf das, was vor uns liegt. Wir haben eine gute Ausgangsposition mit zwei Heimspielen. Klar ist der erste Platz unser Ziel. Wir sind auf einem guten Weg und müssen es jetzt über die Linie bringen. Die nächste Chance dafür besteht am Samstag, wenn die Skyliners aus Frankfurt den Ulmern einen Besuch abstatten. Die Hessen, die noch in der letzten Saison Gegner im Playoff-Halbfinale waren, haben in dieser Spielzeit mit der Postseason aber nichts zu tun. Nach dem Komplettumbruch im Sommer dauerte es, bis sich das Team gefunden hat. Der aktuell effektivste Scorer, AJ English, stieß gar erst im Dezember zum Team. Er ist ein sehr guter Spieler, sehr variabel. Er könnte von den drei Würfen sowohl zum Korb ziehen und kann beides sehr, sehr gut machen. Er ist sehr gefährlich, wir müssen auf jeden Fall auf ihn konzentrieren, aber wir können nicht Quantes Robertson und die anderen Spieler vergessen. Ganz besonders gilt das wohl für Taylor Brown. Ehrlich, ich denke, ich kann jeden in der Liga stoppen. Ich muss dafür sorgen, dass ich jeden Wurf schwer mache und sie unter Druck setze. Dann sehen wir, was passiert. Aber ich vertraue meinen Fähigkeiten. Ortswechsel. Ungeahnte Fähigkeiten zeigten die Ulmer auch dieses Jahr wieder beim Orange Dinner im Tebaga Store in Senden. Anrichten, servieren und ein bisschen die Genauigkeit. Fingerspitzen. Neben dem Get-Together mit dem Team gab es für die anwesenden Fans und Sponsoren Musik vom Harald Schwer Trio und Star-Trompeter Joe Kraus. Bei der alljährlichen Tombola gab es wie immer zahlreiche Preise zu gewinnen und insgesamt kamen an diesem Abend rund 30.000 Euro Spendengelder für Orange Zone Cares zusammen. Doch zurück zum Sportlichen. Neben Frankfurts altbekannten Energizern Robertson und Morrison steht wohl eines der größten deutschen Basketballtalente in ihren Reihen. 17 Jahre jung, 2,5 Meter groß, Armspannweite 2,14 Meter. 15 BBL-Punkte und zwei davon im Hinspiel gegen die Ulmer. Die Rede ist von Isaac Bonga. Er ist so groß wie ich, kann sehr gut werfen, kann sehr gut zum Korb penetrieren, hat viel Potenzial und ich glaube, in ein paar Jahren spielt er wahrscheinlich auf irgendeinem Boden in der NBA. Jetzt ist er sehr jung, wahrscheinlich ist das Spiel ein bisschen zu schnell noch für ihn. Den Ulmern dagegen kann es gar nicht schnell genug gehen, dass endlich Samstag ist. Spieltag gegen Frankfurt. Meine Region, mein Center.